Ja, ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen verfrüht. Ne, jetzt geht's schon weiter. Mal gucken. Naja, 8.02 Uhr, ne? Ist doch gut. Oh Mann, Montag ist ja der erste. Mal schauen. Nächste Station ist Langenhagen Mitte. Und da muss ich rechts. Was ich unglaublich finde, dass sie hier immer noch nicht alle Wagen umgerüstet haben. Ich meine, wir sind nicht mehr im Jahr 1990 und auch unterwegs wollen die Leute eine Steckdose haben. Du, was soll ich dazu sagen, ne? Ja, in NRW haben sie alle umgerüstet. Da hat das Land einmal Geld in die Hand genommen. Ja. Und dann funktioniert das. Ohne Öl, da macht man es einfach. Tja. Ist gut. Papa-Ticket, so heißt das.
genau ist die S-Bahn. Das ist auch 5,80, ne? 2x 5,80 sind auch 20 Euro, 22 Euro, ne? Die wir für das Späßchen nicht bezahlen. Schon ärgerlich. Ja, die DDR-Preise kannst du nicht mehr erwarten. Nein, aber hier sind ja auch preisgünstig. Normalerweise. Bischen will das Land Sachsen-Anhalt auch verdienen. Ach, okay. Jetzt fährt der Zug. Das ist unverschämt teuer, das ganze Späßchen, ne? 58 Euro. Ne, 48, 50 Euro. Ja. Ja, also für 4 Euro kannst du in Schwerin ja Straßenbahn fahren. Für 4 Euro jeden Tag, ne? Gäste, wir erreichen in Kürze jetzt. Ich sag dazu immer, seinen Weg nach Göttingen fortsetzen. Wenn ich eine echte Datenflatrate im Ausland zum Spottpreis bekomme, warum redest du jetzt? Beim Aussteigen schauen sich noch ach, weil die jetzt rumlabert oder ja, weil du hast eine Maske auf. Was soll das? Oder verloren geht. Die erzählt immer so viel. Das ist doch nicht nötig. Deins hat doch Zeit.
verlangst du mir denn da ab? Das kann ich doch nicht hören. Dann. So, was willst du mir sagen? Jetzt ist Ruhe. Ne? Das ist nicht nötig. Dass es eben halt schön ist, dass man so leicht an ausländische SIM-Karten kommen kann. Nächste Station ist Hannover Hauptbahnhof. Festival ohne Fest, Berlinale, ja. Da waren wir ja auch mal.